Ja, willkommen zurück bei Xenogears, das Monster in der Kanalisation, haben wir getilgt und jetzt steht das Finale an. Die sagen bestimmt nur dasselbe, was sie immer sagen. Nochmal ganz kurz gucken, ob das Bad nun mittlerweile repariert ist. Nee, ist nicht, dann wird halt nicht gebadet. Wenn wir letztes Mal in der Kanalisation waren, da können wir ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen was verkauft bekommen. Wenn ich jetzt nur noch gleich wüsste, wo das Informationscenter war. Ja, hier ist die Bar. Hier eine Tür, ne? Hier geht die Leiter hoch. Da ist die Wohnung. Hier war es auch nicht. Also muss es doch hier drüben gewesen sein. Also, das hier ist die Bar, oder? Ne, das ist die Kirche. Ah, die können jetzt auch nichts für uns tun, glaube ich. Ich will nämlich noch ein bisschen Zeug verkaufen. Vielleicht kriegen wir einen guten Preis. Muss hier gewesen sein, irgendwo. Hier kamen wir her. Ne, das ist die Kirche. Das ist es. Das ist nicht die Kirche. Sah nur so aus. Genau. Kassierin, willkommen gefangen. Hast du schon hart gearbeitet? Schauen wir mal, was du so hast. Was willst du eintauschen? Augäpfel haben wir garantiert gekriegt. In Ordnung, wir tauschen das ein. Dreimal. 450G. Wo war das so? Hammerschuppen? Hast ja gar keine. Ja, können Sie auch gleich selber anzeigen, was ich habe. Das weiß ich ja nicht aus dem Kopf. Habe ich Reißzähne? So. Gut. Na, und jetzt auf in der Arena. Lass mich vorbei. Hier geht's lang. So. Bei ihm noch was kaufen? Ne, wir versuchen es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Also, auf geht's. Heute ist der letzte Tag der kaiserlichen Spiele, das Finale. Dein Kontrahent ist Ricardo Banderas. Bist du bereit fürs Finale? Lassen wir es krachen. Ich bestätige die Teilnahme. Moment, bitte. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Alles einsteigen. Ja, der Faisal kommt. So, auf geht's. Ich sag, gegen Stier. Okay, das wäre die erste Runde. Hätten wir schon mal gewonnen. So. Aber ich glaube, es sind mindestens drei, wenn nicht mehr. Okay, das war zwar knapp, aber
Haben wir auch gewonnen. Das ist passiert, wenn man den dritten aufschafft. Runde 3. Weißt du nicht so viel aus? K.O. Gut. Na, das ging ja noch einigermaßen. Ne? Da ist noch sehr viel ausgewichen. Ich hab gewonnen. Hey, dein Gerät war sicher manipuliert. Warte, bis das Komitee davon Wind bekommt, sagt Ricos Lakai. Ja, er hat garantiert regelwidrige Teile in sein Gear eingebaut. Seid still! Hört doch mit diesem Unsinn auf. Wo soll es in dieser Stadt denn bitteschön regelwidrige Teile geben? Und mit diesem Halsband wird er wohl kaum die Stadt verlassen haben. Aber Rico, dann heißt das... Ich dachte, ich habe euch befohlen, still zu sein. Er hat recht. Es ist undenkbar. Mein Bruder hat aus eigener Kraft gewonnen. Lasst also diese falschen Anschuldigungen. Bruder? Das reicht, Hammer. Ich habe gewonnen, weil ich Glück hatte und einen guten Lehrer. Außerdem ist deine Armverletzung noch nicht ganz verheilt, nicht wahr? Ohne diese Verletzung hättest du wohl mit Leichtigkeit gewonnen. Nichtsdestotrotz bleibt meine Niederlage eine Niederlage. Der Champion bist nun du. Es gibt etwas, um das ich mich nun kümmern muss. Lebt wohl. Champion, warte, lass uns mitgehen. Ich bin nicht mehr der Champion. Ihr werdet mir nicht folgen. Habt ihr das verstanden? Leute wie ihr würden mir nur im Weg stehen. Im Weg stehen? Aber Champion! Rico! Wir sind frei. Uns erwartet die weite Welt. Ha. Nur mal gucken. Stier, ich brauche deine Stärke. Ein letztes Mal. Was hat er denn jetzt vor? Mit eigenen Händen werde ich ihn drankriegen. Szenen wechseln. Hey, schaut euch das an. Es gibt nur ein Kontrollschiff. Die anderen 7 sind offenbar Äther geführt. Aber wer ist in der Lage, sie alle zu steuern? Ich hätte nie damit gerechnet, dass du die Eskorte anführen wirst. Dominia? Dominia? Wer ist sie? Etwa die Dominia von den Elementaren? Lange ist's her, Elheim. Wir haben uns zuletzt in der Militärjugend gesehen. Was machst du denn hier? Es handelt sich um eine wichtige Mission, vom Oberkommando angeordnet. Ramses hat mir befohlen, dass der Hecht nicht von einem gewöhnlichen Soldaten gesteuert werden soll. Deshalb übernehme ich die Steuerung des Hechts. Eine Eskorte hätte ich eigentlich gar nicht nötig, aber sie ist Teil einer größeren Strategie. In jedem Fall erwartet uns ein interessantes Gefecht. Warte, sag mir, was das Missionsziel ist. Du weißt es bestimmt. Es ist geheim. Ich denke, dass ich es dir anvertrauen kann. Wir greifen das Kraftwerk im Osten der Hauptstadt von Kislev an. Genauer gesagt, den von einer alten Zivilisation dort zurückgelassenen Kernreaktor. Den Reaktor? Wenn wir den angreifen, wird Kislev... Der Großteil des Landes wird wohl zerstört werden. Der Rest wird auf Jahrhunderte nicht bewohnbar sein. Warum machen wir das? Was für eine dumme Frage. Um das Land zu säubern natürlich. Kislev hat den Pförtner in seiner Gewalt. Das Portal wurde von unseren Vorfahren geschaffen, um die einfältigen Lämmer zu beherrschen. Eben diese werden jedoch das Portal früher oder später zerstören, wenn wir nichts unternehmen. Glaubst du etwa, dass wir das einfach so hinnehmen können?
Selbst wenn ihm so ist, was gibt uns das Recht, so zu handeln? Was redest du da? Seit wann hast du ein Gewissen? Krieg, Zwietracht, Verrat, Hinterlist, nichts anderes treibt diese Lämmer an. Schau dir doch nur die Narren in diesem Land hier an. Kaum lässt man sie von der Leine, plündern sie unsere Welt, als ob sie ihnen gehörte. Fortschrittliches Wissen oder Werkzeug ist für solcherlei Nutzvieh nicht gedacht. Wir müssen die Lämmer wieder auf den ihnen zugedachten Weg bringen. Du warst doch ursprünglich auch eine Landbewohnerin. Warum machst du da mit? Weil mich der Marschall ausgewählt hat. Halte mich nicht für eine dieser niederen Lämmer. Nun, meine Liebe, du drückst dich offenbar vor deiner Verantwortung. Hast du während deiner Zeit in der Militärjugend denn nichts gelernt? Mit dir zu reden ist die reinste Zeitverschwendung. Ich war zwar eine Landbewohnerin, aber nun werde ich das Land säubern. Ihr Schäfer sollt sehen, wie ich mit den Lämmern verfahren werde. Können wir da was dagegen machen? Dieses Zimmer? Gehört es dem Champion? Ja, da du der neue Champion bist, gehört es nun dir. Gefällt es dir etwa nicht? Doch schon, aber was ist mit Rico? Rico, seit du der Champion bist, ist er der Ex-Champion. Ja klar, aber was ist aus ihm geworden? Nach dem Finale musste er wieder in der Gruppenliga einsteigen. In einer Kampfrunde verlor er die Kontrolle über seinen Gier. Sein Gier krachte in die Loge des Kaisers. Dabei wurde er schwer beschädigt. Seither hat niemand etwas von Ex-Champion Ricardo gehört, geschweige denn ihn gesehen. Es werden jetzt eine Weile lang keine Arena-Kämpfe mehr stattfinden. Du kannst dich also nach Belieben ausruhen. Außerdem wurde das Halsband entfernt. Warum siehst du dir nicht mal den A-Trakt, den Trakt der Zivilisten an? A-Trakt? Er liegt im südöstlichen Teil der Hauptstadt und besteht vor allem aus Wohnsiedlungen von Zivilisten. Wir werden uns nun verabschieden, Champion. Dieses Zimmer steht dir zur freien Verfügung. Durch die Tür gelangst du in dein Schlafzimmer. Ach übrigens, Fei, mit dem Titel des Champions gehen die Privilegien des S-Rangs einher. Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Meisterschaft. Wir konnten einige gute Daten gewinnen. Zum Abschied habe ich noch gute Neuigkeiten. Kaiser Siegmund möchte dich sprechen, Fei. Du solltest dich ehestmöglich zum Verwaltungstrakt begeben. Nun denn, tschüss. Du bist nun ein freier Mann, nicht wahr? Was wirst du jetzt machen, Bruder? Verlässt du Noah Thun? Wir sind hier noch nicht fertig. Um eine Sache müssen wir uns noch kümmern. Ich weiß, du meinst Weltall, nicht wahr? Wir können ihn natürlich nicht einfach hier lassen. Wir sollten davon ausgehen, dass er nun woanders gelagert wird. Ich denke, da kommst du ins Spiel, Hammer. Verstanden, Professor. Ich werde herausfinden, wo euer Gier gelagert wird. Bei meinem Ruf als bester Beschaffer der ganzen Stadt. Sehr gut, dann trennen wir uns wieder. Ich werde sehen, was ich alleine tun kann und ihr arbeitet zusammen. Hey Bruder, vertraust du mir etwa nicht? Ich arbeite besser, wenn ich alleine bin. Nichts gegen Shitan, aber er würde mich nur dabei stören. Also, überlass es einfach mir. Dieser Hammer. Dann bleibe ich eben bei dir. Okay, und da wären wir wieder zusammen vereint. Und diese Tür führt ins Schlafzimmer, ja? Aha, und im Schlafzimmer kann man auch gleichzeitig speichern. Machen wir das doch gleich mal, wenn wir gerade dabei sind. Nicht, dass unsere Erfolge flöten gehen. Aber für den letzten Kampf haben wir gar keine, na gut, Fähigkeitenpunkte gekriegt. Das kriegt man wahrscheinlich in der Arena nicht. So. Also gehen wir wieder raus. Okay, dann auf geht's.
Ich weiß, dass man den Song nicht im Alkohol ertränken soll, aber ich kann einfach nicht damit aufhören, ja. Gut. Ist hier sonst was Neues? Nee, euch kennen wir alle schon. Glaube ich. Ja. Geht's denn hier raus? Da. Oh, Fei, warte kurz, Hammer ist gerade weggegangen, aber ich soll dir etwas von ihm ausrichten. Er möchte, dass du ihn in der Bar zur Wildkatze im A-Trakt triffst, wenn du mit allem fertig bist. Hast du das verstanden? Klar. Wir wollten uns eh mal den A-Trakt anschauen. So, müssen wir mal gucken, wo wir da lang müssen. Ah, gerade in die falsche Richtung gerannt. Naja, dann gehen wir nochmal zur anderen Tür. So. Müsste ja hier sein. Hier geht's zu den anderen Trakten. Strafgefangene des D-Trakts dürfen. Oh, der Champion. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Das darf natürlich passieren. Sehr nett. So. Damit wäre die Karte für uns frei. Das ist die Arena. Wo waren wir nicht schon wieder hin? Hier geht's zum Verwaltungstrakt. Nuatun A-Trakt, westlicher Eingang. Gucken wir mal in A-Trakt. Die Kamera so drehen, dass die Häuser nicht den Blick versperren. Nordwestlich von hier befindet sich der D-Trakt, welcher als Gefängnis dient. Das ist ein dreckiger Ort, voller Verbrecher. Hier kann man unbehelligt herumgehen. Im D-Trakt würde das niemand wagen. Aha, da sieht es eigentlich genauso aus wie... Was ich hier mache? Ich bin ein ganz gewöhnlicher Passant, störe mich also nicht. Aha, so sieht gewöhnlicher Passant also aus. Die Tür ist verriegelt. Aufgrund des langen Stillstands an der Front war die Stadt selbst eigentlich nie bedroht. Unter diesen Umständen bin ich wohl ein bisschen aus der Form geraten. Deshalb versuche ich nun, meine Kondition zu verbessern, indem ich hier im Kreis herumlaufe. Aber bis jetzt zeigt es keine Wirkung. Was habt ihr denn hier für einen Trike? Dies ist die kaiserliche Kaserne. Das unerlaubte Betreten ist verboten. Oh, du bist doch der neue Champion, nicht wahr? Du brauchst natürlich keine Erlaubnis. Aha. Gucken wir mal in die Kaserne rein. Was machst du da an der Ecke? Ich habe vor kurzem die Militärakademie abgeschlossen. Jetzt bin ich ein Elitesoldat. Aber warum haben sie mich einer Küche im A-Block-Dienst zugeteilt? Ja, das ist also die Küche. Ah, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Nein, diese Spezialsoße muss noch besser werden. Die Äther-Kochkunst ist sehr anspruchsvoll. Aber jeder Fehlschlag ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg zum Erfolg. Mein Traum ist es, eines Tages so gut zu werden wie die Äther-Chefköchin im D-Trakt. Aha. Und du? Ich schätze den eifrigen Patriotismus unserer jungen Soldaten. Aber manche übertreiben es einfach damit. Die sind in ihrem Eifer dann oft kaum mehr aufzuhalten. Hier geht's hoch. Vor nicht allzu langer Zeit war ich ein sehr aktiver Arena-Kämpfer. Die Leute vom Komitee haben mir aber einen Platz im Militär verschafft. Mir gefällt das Soldatenleben. Mein heutiger Vortrag dreht sich um die Fortbewegung von Gears auf der Weltkarte. Als ehemaliger Arena-Kämpfer seid ihr sicherlich mit Gears sehr vertraut, aber eine Wiederholung der Grundlagen kann nie schaden. Inwiefern ist die Beweglichkeit von Gears eingeschränkt? Nun, in dichten Wäldern kommt man in Gears nicht weiter. Dann empfiehlt es sich, durch gleichzeitiges Drücken der L2 und R2 Knöpfe den ganzen Trupp anzuweisen, die Gears zu verlassen. Habt ihr den dichten Wald hinter euch gebracht, könnt ihr alle wieder in die Gears einsteigen. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Vortrags angelangt. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, erkläre ich den heutigen Unterricht für beendet. Noch eins noch. Es sollte eigentlich jedem klar sein, aber Gears können sich nicht über Wasser fortbewegen. Aha. Im Industriegebiet im nördlichen Teil unserer Stadt befindet sich ein Relikt einer alten Zivilisation, ein sogenannter Reaktor. Dieser Reaktor erzeugt mehr Energie, als wir jemals kontrollieren werden können. Die Menschheit kann diese Kräfte nicht beherrschen.
Tja, es gibt Berichte über verdächtige Aktivitäten von A. Das Kräftegleichgewicht könnte jederzeit kippen. Ehemaliger Arena-Kämpfer. Der Offizier trägt immer dasselbe vor. Das ist für uns kaum zu ertragen. Außerdem erfindet er jedes Mal neue Regeln, Vorschriften und Einschränkungen. Ich würde am liebsten wieder Arena-Kämpfer werden. Und du? Ah, was für ein Müll. Er hält jeden Tag denselben Vortrag. Das ist eine ehemalige Amazone. Als Amazone hatte ich da wesentlich mehr Abwechslung. Vielleicht sollte ich um Entlassung aus der Armee ersuchen. Möglicherweise. Und hier? Warum hat er einen höheren Dienstgrad als ich, nur weil er gut mit Gears umgehen kann? Ich bin schon viel länger dabei als er. Das Leben ist ungerecht. Was ist denn bitteschön so toll an Arena-Kämpfern, verdammt? Hier nicht rumfluchen. Ich finde ihn überheblich, dabei wüsste ich nicht, was er jemals vollbracht hätte. Der hier? Er will wohl immer an der Spitze stehen. Nun, mir ist es egal. Solche Leute haben es nicht verdient, dass man sie ernst nimmt. Wer ist denn er? Ist hier noch eine Tür, wo es zu ihm geht? Nein, scheinbar nicht. Naja, gehen wir wieder runter. Gucken mal woanders. Und so in der Stadt ein bisschen umschauen. Ach, da wäre noch ein Hinterausgang gewesen. Gucken wir mal kurz zum Hinterausgang. Sehen wir, wo da rauskommt. Der Junge dort ist sehr ambitioniert. Schade, dass er noch nicht befördert werden kann. Aber was ist mit dem einen los, der ständig nur auf dem Bett herumsitzt? Ich übe für die Parade zu Ehren von Kaiser Sigmund. Wer bist du? Ein hochrangiger Offizier befindet sich in diesem Raum. Wenn ich ihn beeindrucke, werde ich vielleicht befördert, also verzieh dich. Nochmal von vorn. Hey, aus dem Weg. Egal wie viel ich schlafe, ich bleibe doch immer müde. Je mehr ich schlafe, desto lethargischer werde ich. Dabei sagt doch jeder, man soll immer darauf achten, ausreichend zu schlafen. Ja, ist hier noch irgendwas? Nee. Na gut, jetzt haben wir aber hier drin wirklich alles gesehen. Schwupp. Nur die Tür erwischen, die nach draußen führt. Ne? Na, willst du das nicht lesen? Dies ist der Nordeingang des Alltags. Die Straße führt zum Stadtzentrum. Dort im Verwaltungstag residiert der Kaiser und die Regierung. Ja, da gucken wir auch noch nach. Ich sollte doch ein Hammer hier irgendwo treffen. Oder ein Hammer. Wer bist du? Krieg. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber es geht darum, den Feind zu besiegen, oder? Ja, so ungefähr. Hier sind zwei Bettchen. Dieser Krieg wird niemals enden. Ich will zumindest noch mein Enkelkind wiedersehen, bevor ich sterbe. Sicher wird der Krieg enden. Eigentlich ist er schon fast vorbei. Und sag bitte, nicht mehr, bevor ich sterbe. Gewiss kommt er zurück, wenn der Krieg vorüber ist. Außerdem ist er nicht deshalb weggegangen, weil er den Krieg nicht mehr ausgehalten hat. So, hier die Frage, wo sind wir reingekommen? Da. Ich sehe nichts, wie immer. Ach, die Bar, oder? Ich versuche hier zu arbeiten. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Mann, wie mir diese Arbeit auf die Nerven geht. Komm her, Mietz, Mietz. So süß. Das hält man ja kaum aus. Findest du nicht? Das Mietze. Naja. Oh, so süß. Ich will nichts sagen. Gut. Er spricht auch nicht mit uns.
ein Musikautomat, aber es ist nur eine Platte drin. Willst du es versuchen? Klar. Die Platte scheint kaputt zu sein. Oh, leider ist die Platte kaputt. Der Automat wäre eigentlich in Ordnung. Wir bräuchten also nur eine neue Platte, um Musik auflegen zu können. Okay, wenn ich mal irgendwo eine Platte finde. Wenn die feindliche Hauptstadt Wüstenfestung genannt wird, könnten wir doch unsere Stadt auch als Festung von Stahl und Rauch bezeichnen. Das klingt ziemlich beeindruckend, Chef. Chef, mein Herz, hörst du es auch? Das überrascht mich. Heißt das, dass du dich verliebt hast? Ich bin zwar vom Maulwurfstamm, aber dieses Mädel vom Stamm der Drachen, kann ein Maulwurf wie ich jemanden von einem anderen Stamm lieben? Ich? Ein Maulwurf wie ich? Aber natürlich, folge deinem Herzen. Meinem Herzen folgen? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Das macht nichts, du musst es ja nicht überstürzen, oder? Jawohl, Chef. Hm? Wer bist du? Ich? Bin Mädchen vom Stamm der Drachen. Leute vom Drachenstamm, ganz stark, wenn älter. Hast du sicher schon gewusst? Nee, hab ich nie gewusst, aber jetzt, wo du es sagst. So. Ja, du darfst vorbei. Ich würde dann nur die gute Frau hier sprechen. Ja, nein, ich wollte eigentlich die Frau sprechen, aber ist die andere immer im Weg. So, naja, ja. So, sonst noch was hier? Nö. Eigentlich sagt man, dass es Kindern gut tut, wenn sie viel draußen spielen. Für uns Kinder in dieser dreckigen Stadt gilt das aber wohl kaum. Wer bist du? Wir haben eine Vielzahl von Accessoires im Angebot, die vor unterschiedlichen Arten von Schaden schützen. Aha, ein Laden mit Zeugs. Der Laden hat eine recht ansehnliche Auswahl. Die Accessoires sind wahre Schätze. Es gibt also keinen Grund, nicht gleich zuzuschlagen. Wie? Nein, ich bin kein Angestellter dieses Ladens. Auf der Suche nach einer Waffe, die zu ihm passt, ist er durch viele Länder gereist. Ich bin lediglich eine Frau, die von seiner Hingabe fasziniert ist. Er sagte, dass er nicht aufhören würde, bis er die ideale Waffe gefunden hat. Vielleicht endet diese Reise überhaupt nie. Wir haben gemeinsam fast ganz Ignis bereist. Oder statt diesen Waffen auch einmal mich ansehen? Tja, wer weiß. All diese Waffen und doch keine, die zu mir passt. Schusswaffen sind mir zu gefährlich und Schwerter zu schwer und unhandlich. Gibt's denn keine Waffe, die gleichzeitig ungefährlich, leicht und einfach zu führen ist? Das wäre sie, meine ideale Waffe. Kochlöffel? In meinem Laden gibt es alles, was du brauchst, um dich vor Statuseffekten zu schützen. Achso. Naja, gut, nee, brauchen wir jetzt nicht. Aber danke trotzdem. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Das ist schön, dass es dich da freut. Ist hier was zu lesen? Nee. Kurve gucken. Die Welt ist zwar groß, aber nirgendwo gibt es eine größere Stadt als die unsere. Manche Leute behaupten, es gäbe eine größere Stadt am Himmel. Aber im Ernst, hast du jemals eine schwebende Stadt gesehen? Also bisher noch nicht, aber... Von Aqua bis Omega, wir haben alles im Angebot. Vier Reisende schwören auch auf unsere Zelte. Schnauf. Wir sind ein Krämerladen. Das kommt hierhin und das dorthin. Egal ob für den täglichen Bedarf oder eine lange Reise, wir haben alles. Wenn man noch vier Omega so ist, mal wieder mit. Und ein Zelt.
Danke, ich hoffe, du kommst wieder. Das kommt hier hin, das dorthin. War eigentlich gerade eine Leiter. Aha, kann man hier irgendwas machen? Da drüben ist auch noch eine Leiter. Sehen. Achso, da müssten wir hier über die Ladentheke springen. Nee, aus da. So wichtig wird es nicht sein. So, bräuchte man eine Karte mehr. Wir laufen uns sonst so, laufen dann hier irgendwo im Kreis. Mal immer nach Norden gehen. Jetzt nach Westen. Kommen jetzt wieder raus. Ja. Westlicher. Ich will hier in Norden. Kann ich von hier aus nicht. Gehen wir mal von hier aus in den Norden. Ne? So. So, wer bist du? Der gewöhnliche Passant. Die verriegelte Tür. Das Auto. Hier ist die Kaserne. Machen wir drin. Hier ist der Nordausgang. Ne? Sicherlich. Genau. So, Weltkarte, ne, ne. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, was auch immer. So, Norden waren wir. Jetzt gehen wir hier wieder rein. So, immer hier in die Richtung weiter. Gucken, dass nichts auf der Seite zu ist. Was ist das? Was bist du? Man nennt diese Stadt auch die schwarze Stadt. Das hat damit zu tun, dass der hiesige Dampf, Rauch und Ruß früher oder später alles schwarz färbt. Ah, jetzt. Was mache ich jetzt? Ah, ich komme oben raus. Okay. Ja, was mache ich denn hier oben? Soll ich jetzt springen? Und auf das Rohr dort kann ich nicht springen, aber ich könnte hier in die Esse reinspringen. Das probieren wir nochmal. Also verschlossene Tür. Sehen, wenn ich da reinspringe, was passiert, ne? Hopp. Hup. Okay. Ach, das ist das Klo. Wir sind jetzt praktisch ins Klo gekommen. Ja. Das wird uns zwar nicht helfen, dann gehen wir raus aus dem Klo. Hey, wartet mal, wie seid ihr? Hm, ihr kommt da aus dem D-Trakt, oder? Du kennst mich? Fei, hast du etwa während meiner Abwesenheit mit dieser Frau... Hä, Moment mal, Professor, ich habe nicht... Du erkennst mich wohl nicht, weil ich jetzt anders gekleidet bin. Hm? Komm schon, ich bin's, die ehemalige Ärztin vom D-Trakt. Kannst du dich denn nicht mehr erinnern? Oh, die Ärztin. Du erinnerst dich also doch. Es ist schon eine Weile her, nicht wahr? Wie ich sehe, trägst du kein Halsband mehr. Ja, er hat die kaiserlichen Spiele gewonnen und ist jetzt frei. Dann bist du also der neue Champion. Wahnsinn, großartig. Ich wusste, dass du sehr stark bist. Und wer sind Sie? Oh, Verzeihung, wir sind uns ja noch nie begegnet. Mein Name ist Chitan Uzuki. Man könnte sagen, ich bin sein Beschützer. Beschützer? Außerdem bin ich der neue Arzt im D-Trakt. Was macht der Arzt aus dem D-Trakt hier? Ja, nun ja, das ist so.
Was, wenn sich jetzt jemand verletzt? Wer kümmert sich dann um seine Verletzungen? Fühlen Sie sich als Arzt denn überhaupt nicht Ihren potenziellen Patienten verpflichtet? Sie haben ja keinerlei Verantwortungsbewusstsein, Herr Professor Uzuki. Ich bin untröstlich. Verzeih, dass ich mich einmische. Was gibt's? Stimmt es, dass du jetzt hier arbeitest? Hammer hat es gesagt. Naja, auf Drängen der Regierung habe ich meiner Versetzung hierher zugestimmt. Nun sagen Sie mir allerdings, Sie hätten schon genügend Ärzte hier. Was glauben die eigentlich, wer die sind? Ich kann hier kaum mehr tun als Däumchen drehen. Wenn es kein einschneidendes Ereignis gibt, werde ich wohl noch lange hier bleiben. Ich habe zwar kein Recht, dich um so etwas zu bitten, aber würdest du bitte wieder in den D-Trakt zurückkehren? Aber Professor Uzuki ist doch jetzt dort. Das kann ich nicht allein entscheiden. Nun, was das betrifft, der Professor wird die Stadt mit mir verlassen. Es würde mich sehr freuen, wenn du dich wieder um den D-Trakt kümmern könntest. Ihr habt also eigene Pläne. Nun gut, überlasst den D-Trakt ruhigen Gewissens mir. Kommt zu mir, wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann. Vielen Dank, bitte kümmere dich um alle. Danke, ich bin dir etwas schuldig. Ja, und Speicherpunkt. Macht's gut. Was macht's gut? Naja, hier sind Speicherungen auch gleich, oder? Ja, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir dann, was es beim Kaiser zu erfahren gibt. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.